Möchtest du, dass 2023 dein absolut erfolgreiches Golfjahr wird? Ich möchte in diesem Video dir 5 Tipps geben, die ich glaube, dir helfen werden, das zu erreichen. Hallo und willkommen beim Wohnhotri Golf. Ich bin in meiner alten Heimat, genieße das Wetter, das Golfen hier super sehr. Nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, gibt es eine Golfreise hier. Wenn du das mit mir mitmachen möchtest, würde ich mich super freuen. So, mein erster Tipp für dich. Es klingt so klar und einfach, aber wir tun es nicht. Der Tipp ist, höre nicht auf zu spielen. So, was ich da meine, das Jahr ist lang und man hat gute Phasen, schlechte Phasen. Man probiert sehr viel aus. Plötzlich findet man irgendwas Gutes. Man hat eine sehr gute Trainingsstunde gehabt oder das YouTube-Video hat genau gepasst. Nutze diesen Lauf aus, indem du dann einfach weitermachst. Es ist dann automatisiert. Wenn du 2, 3, 4 Tage nicht spielst, ist es so einfach, das Gefühl zu verlieren. So, glaub mir, wenn du irgendwas gefunden hast, was stimmt, was hilft bei deinem Golfspiel, das ist ein Zeichen, dass du dabei bleiben musst. Egal, ob du zu Hause üben musst, in ein Netz schlagen musst, aber mach die Bewegung immer wieder, dass du vielleicht eine ganze Saison gut spielen kannst. Es ist möglich, aber du musst dranbleiben. Wenn du einen guten Annäherungsschlag aufs Grün gemacht hast, zum Beispiel ein Eisen 9, bei Windstille passt die Entfernung ganz genau. Diese Entfernung musst du notieren. Und du wirst dann nach relativ kurzer Zeit genau wissen, wie weit du mit jedem Schläger in deine Tasche kommst. Das ist riesige Information. In den vielen Runden, die du im kommenden Jahr spielen wirst, wirst du leider Gottes ein paar Mal die Runde schlecht starten. Es gibt keinen Profi-Golfer-Amateur auf der Welt, der nicht manchmal einen schlechten Start hat. Die Frage ist, was machst du, wenn du einen schlechten Start hast? Was menschlich ist, aber leider verkehrt. Wir versuchen, den schlechten Start gut zu machen und spielen dann zu aggressiv. Wir spielen dann direkt auf die Fahne, nehmen zu viele Schläge, also Driver statt Eisen zum Beispiel vom Abschlag aus und wir versuchen, unser Double oder Triple Bogey am ersten Loch gut zu machen. Und von da ist die Chance sehr gut, sehr groß, dass die Runde einfach noch schlechter wird. So, mein Vorschlag für dich, wenn du ein schlechtes erstes oder erstens 2 Löcher hattest, dann guck mal, was hast du gespielt? Sagen wir mal so ein Double Bogey und dein Ziel ist eine 82 zu spielen. Du musst einfach 2 dazu addieren. Dann ist dein Zielergebnis für die Runde nicht 82, sondern 84. Und dann spielst du ab Loch 2 oder ab Loch 3 ganz normal weiter. Sei mal kurz sauer wegen des ersten Loches. Das ist gut, lass es raus. Aber dann vergiss es und fang wieder neu an. Du hast jetzt aber ein neues Zielergebnis. 82 ist leider nicht mehr dran. 84 ist das Ziel. Man ist dann entspannter, man spielt normal weiter und vielleicht kommt ein Paar oder ein Birdie und dann kann man wieder die 82 erreichen. Okay, so bitte nach dem schlechten Start, bleib einfach ruhig und ändere dein Zielergebnis. Trackman oder andere Launch Monitor, du hast bestimmt einen schon verwendet, sind wunderbare Dinge. Die zeigen genau, wie weit wir den Ball schlagen. So jetzt, also als ich im Winter in Deutschland war vor 2 Wochen, habe ich viele Stunden Indoor gemacht mit Trackman und irgendwas sehr Interessantes habe ich gesehen. Und das war Folgendes. Ich habe meinen Schüler gefragt, also wie weit schlägst du dein Eisen 8 zum Beispiel? Und dann wurde mir 120 Meter gesagt zum Beispiel. Dann hat er Bälle geschlagen. Die Entfernung war weniger als 120 die meiste Zeit, weil der Ball schlecht getroffen wurde, weil er steif war,
nicht mittig getroffene Bälle waren meistens der Grund. Und da sah der Schüler und ich, dass die Entfernung nicht 120 war, sondern 110. Was hat er gemacht? Er hat schneller geschwungen. Und dann hat er auch die 120 geschafft. Aber das war absolut 100 oder 110% Schwinge, die notwendig waren, um seine Entfernung zu schaffen. So, was man davon lernen kann, ist in diesem Fall 120 nicht die richtige Entfernung für diesen Schüler. Das ist eher 115 oder 110 Meter. So, bitte, das ist der nächste Tipp. Sei bitte realistisch mit deinen Entfernungen, mit den verschiedenen Schlägern. Spiele lieber mit 90% Kraft und so wirst du dein Ziellängen viel leichter und konstanter erreichen. Mein Beispiel sind meine Golfreisen. Wenn ich schlecht dort spiele, sehe ich recht schlecht aus. Es sieht nicht gut aus, wenn Won Ho Chi den Ball ins Ausgleich haut am ersten Abschlag. Da ist Druck für mich. So, was ich bemerkt habe, was mir geholfen hat, war, nicht mich zu verstecken und im letzten Flight zu spielen. So würden nicht meine anderen Schüler den möglichen schlechten Schlag sehen. Ich spiele im ersten Flight. Wenn die ganze Gruppe da ist und ich sage jetzt, guck mal jetzt, ich werde jetzt meinen 240 Meter Schlag gerade aufs Fairway schlagen und ich setze mich so natürlich unter extrem Druck, aber wenn ich das einmal schaffe, baut es mich so auf, dass diese Erinnerung in meinem Kopf, in meinem Gefühl bleibt. Und am zweiten Tag, wenn ich wieder anfangen muss, den ersten Schlag machen muss, habe ich so viel mehr Vertrauen und es tut mir gut. So, mein Vorschlag für dich ist, such diese Situationen aus. Du willst vor anderen spielen. Du wirst dann auch Erfolg haben. Vielleicht nicht immer, aber das eine Mal, wo du Erfolg hast, das ist so Gold wert für die nächsten schwierigen Momente. Und du wirst mit Ablenkungen etc. viel, viel besser so klarkommen. So nicht wegrennen davon. Suche die schwierigen Momente aus. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss geschaut hast. Ich denke, das sind sehr entscheidende Punkte für deine Golfsaison. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg für das kommende Jahr.